Ja, hallo, Michael Kurzu, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute verdienen wir einfach 6.450 Euro ohne Vorwissen mit dieser Methode. Ja, lieber Leon, stell uns das vor. Du bist auf dem Kanal Michael Kurzu und hey, schau dir auch gerne die Videos an der letzten Tage, Wochen und Monate. Es sind so viele coole dabei. Und wenn du schon mal dabei bist, gerne abonnieren und nur wenn du abonnierst, ja, verpasst du auch kein Video. So, Attacke. Herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Ich kriege immer wieder folgende Frage, nämlich wie genau kann ich denn eigentlich starten? Welche Möglichkeiten gibt es, um auch mit wenig Fähigkeiten online Geld verdienen zu können? Und es gibt mehrere Wege und einer von diesen Wegen ist, dass ihr online einfach die Sprache beibringt, die ihr bereits sprechen könnt. Das heißt, sagen wir mal zum Beispiel, ihr seid... Okay, wir sind wieder beim Sprachenlernen. Okay, einer dieser Wege. Also er hat höchstwahrscheinlich mehrere Wege, ne? Also bin mal gespannt. Deutsche Muttersprache, da macht es natürlich Sinn, diese Sprache auch online beizubringen. Wenn ihr eine andere Sprache gut könnt, sagen wir vielleicht Englisch, Spanisch, Türkisch oder Polnisch oder Dänisch oder welche Sprache immer, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit diese Sprache online beibringen und werdet dafür bezahlt. Und da werden sicherlich wieder einige Lehrer und einige Tutoren auf die Barrikaden gehen und werden sagen, aber das ist doch ein zertifizierter Beruf, dafür braucht man ein Lehramtsstudium und so weiter und so fort. Nach diesem Prinzip funktionieren aber nicht die meisten Plattformen. Die meisten Plattformen, auf denen ihr online arbeiten könnt, setzen einfach nur Folgendes voraus, nämlich, dass ihr diese Sprache beibringen könnt. Und wenn ihr sagt, ich kann das, dann könnt ihr über diese Plattform richtig, richtig gutes Geld verdienen. Zum Beispiel über diese Plattform hier namens Amazing Talker. Zum Beispiel, wenn ihr über die Plattform Amazing Talker Englisch beibringt und ihr arbeitet 40 Stunden pro Woche. Puh, ich gehe mal erstmal rüber. Alter Schwede, schau dir mal die Summe bitte an. Warum bin ich jetzt ein bisschen sprachlos? Weil ich weiß natürlich nicht, ob die Unmengen an diesen Jobs haben, aber ich weiß, dass es in Osteuropa viele Lehrer gibt, Englischlehrer, Deutschlehrer und so, die verdienen einen Bruchteil davon im staatlichen Dienst. Und die sind ja Lehrer, Lehramt in diesen Ländern. Und boah, wenn die das machen würden, die würden sich ja doof und dusselig verdienen. Also mega genial, wenn das wirklich so stimmt. Ne? Und es gibt genug Aufträge auch, ne? Das ist ja, ne? Es gibt ja manchmal auch Plattformen, da sind super tolle Beispiele und so, und dann meldest du dich hier an und da gibt es keine Aufträge. Sind hier Einnahmen von bis zu 6.280 Euro pro Monat möglich? Wenn ihr zum Beispiel sagt, gut, ich spreche nicht so gut Englisch, vielleicht möchte ich lieber Deutsch beibringen, könnt ihr mal hier auf German draufklicken, können wir die Stundenanzahl eingeben und hier wird sogar mehr pro Stunde bezahlt. Das heißt, ihr würdet dann tatsächlich in einem Monat sieben... Ein Problem habe ich jetzt noch. Es kommt jetzt darauf an, welche Sprache der Schüler spricht. Also eigentlich müsstest du ja zwei Sprachen ein. Du sprichst Deutsch fließend und möchtest das jemand beibringen und hast noch eine zweite Sprache, weil wenn du jetzt ein amerikanisches Kind Deutsch beibringen möchtest, das Kind ist jetzt in Los Angeles und du gibst dem Kind Deutschunterricht, musst du ja auch fließend Englisch können, damit du dann halt dem Kind das beibringen kannst. Also du musst eine zweite Sprache können. Ne? Also, oder das Kind sitzt in China, da musst du halt Chinesisch können oder so. Auch noch dazu und zu Deutsch, weil wie willst du sonst die Grammatik dem Kind beibringen, wenn es nur Chinesisch kann oder das Kind kann nur Spanisch oder so. Da fehlt die zweite Sprache eigentlich. Versteht ihr das? Auf welchen Markt? Welche? Ja, weil nur mit Deutsch kann ich doch ein englischsprachiges Kind, kann ich denen kein Deutsch beibringen. Wie will ich denen das dann erklären? Ich muss ihnen das ja auf Englisch erklären und dann halt sagen, hier, und so. Versteht ihr? Also, schreibt mal gerne in den Kommentaren, ob ich da recht habe. Also, ob da ein Fehler dran ist. 1.351 Euro und 56 Cent verdienen können. Das ist natürlich immer alles noch vor Steuern. Dementsprechend müsstet ihr, wie gesagt, darauf noch Einkommensteuer dergleichen zahlen. Aber an sich ist es natürlich ein sehr, sehr guter Verdienst. Nochmal, die Plattform verspricht euch nicht, dass ihr sofort so viel Geld verdienen werdet. Aber das sind die Einnahmen, die möglich sind. Und selbst wenn ihr nur die Hälfte davon verdient, ist das meines Erachtens wirklich, wirklich nicht schlecht. Und ihr könnt natürlich auch sagen, gut, ich möchte weniger arbeiten, sagen wir mal 20 Stunden die Woche oder vielleicht nur 10 Stunden die Woche oder wie viele auch immer und könnt dementsprechend natürlich auch eure Arbeit... Aber jetzt mal 10 Stunden die Woche, das sind 40 Stunden im Monat und die sagen halt, das ist ein Stundenlohn, alter Schwede. Also ich nehme mal ganz kurz den Taschenrechner, 1000, da muss ich nicht mit dem Kopf rechnen muss, also... Ich habe einfach mal 1837 geteilt durch 40, ne? 10 Stunden die Woche, 4 Wochen, machen wir einfach mal geteilt durch 40. Geteilt durch 40 ist 45
Euro die Stunde würde es dann heißen. Ne? Also 1800 geteilt durch 40 Stunden. Ich weiß nicht, ob du 45 Euro die Stunde bekommst als Lehrer. Und du kannst Deutsch und möchtest jemand Deutsch beibringen, aber welche Sprache hat das Kind oder der Schüler? Also keine Ahnung, oder ist das vielleicht Gruppenunterricht? Bei Gruppenunterricht wäre es was anderes. Ne? Du hast 20 Schüler in einem Raum und dann bekommst du 45 Euro oder so. Aber Einzelunterricht 45 Euro die Stunde? Bäh. Zeiten anpassen, könnt auch eure Einnahmen anpassen und so, sie sag jetzt mal, eure derzeitigen Situation anpassen. Ihr könnt übrigens hier auch eure Top oder den Top-Tutors hier auf Amazing Talk euch anschauen und könnt einfach mal sehen, wie viel Geld diese Top-Tutors hier auf der Plattform verdienen. Und zum Beispiel haben wir hier. Und was ist das? 3 Euro 25 Minuten? Eine Person, die will, und das ist das Eigenartige an dieser Plattform, für 25 Minuten nur 3 Euro haben, aber für 50 Minuten 21 Euro. Ich muss euch ehrlich zugeben, ich bin auf der Plattform hier angemeldet, ich sehe das immer wieder bei einigen Tutoren, dass sie sowas machen. Ich verstehe es beim besten Willen nicht, dass es so große Unterschiede gibt, weil dann will sie ja praktisch einfach nur, dass für 25 Minuten 3 Euro bezahlt werden. Ich weiß nicht, ob das so. Stell dir mal vor, ich würde einfach mal zweimal 25 Minuten buchen und habe dann 6 Euro. Also, okay, das ist ja auch wieder ein Logikfehler. Ne? Also ich finde da auch immer überall auf den ganzen Plattformen und so Logikfehler. Aber wert, das ist ja, bei den Rechenbeispielen habe ich gerade ausgerechnet, sind 45 Euro, was die dann halt die Stunde veranschlagen. Also es ist sehr, sehr komisch. Also unbedingt eine gute Strategie ist. Aber hier sind, wie gesagt, alle möglichen weiteren Tutoren, die ihre Dienstleistungen über die Plattform anbieten. Wir sehen zum Beispiel, diese Person hat ein Rating von 4,99 Sternen, 574 Reviews, hat zum Beispiel die Dienstleistung wie folgt angeboten, nämlich 25 Minuten kosten 10 Euro, 50 Minuten kosten 22 Euro. Man sieht immer. Ist ja auch mathematisch auch doof. Warum kosten dann nicht 25 und 15 Euro und 50 Minuten 22 Euro. Also das müsste ja von der Minutenzahl der kleinere Preis höher sein. Also einen Mathekurs haben die alle nicht, ne? Da unten ist eine Frau, was? Die hat hier für Kinder und so 1 Euro 25 Minuten. Oder kann man das nur einmal buchen, als Schnupper? Einmal das Billige und dann muss man immer das Teure buchen oder so. Also jetzt, puh. Hier von der Person den Schedule, das heißt, man kann schauen, wann ist diese Person online, das heißt, wann kann man sich mit dieser Person hier Termine buchen. Es gibt sogar einige Leute, die wollen für 25 Minuten nur gerade mal 1 Euro haben und für 50 Minuten 20 Euro. Also wie gesagt, sehr, sehr interessant. Also wenn das Einzige, könnte ich mir vorstellen, das ist so ein Schnupperangebot. Du kannst dieses 25-Minuten-Ding nur einmal buchen und dann musst du immer 50 Minuten buchen. Dann macht es irgendwie Sinn, dass man sagt, hier, ich möchte erstmal Kontakt haben zu den Schülern und dann können die dann nur noch die Stunden buchen oder so, oder? Ich verstehe es nicht. Interessant, welche, sag jetzt mal, unterschiedlichen Einnahmemodelle sich Leute hier vorstellen bzw. nutzen, um Einnahmen zu erzielen. Aber zum Beispiel, was sie hier macht, Diana, die scheint zum Beispiel das Ganze relativ gut zu machen, soweit ich das sehe. Und vor allen Dingen hat auch ein Modell, was ich persönlich so unterschreiben würde, nämlich zum Beispiel sagen wir 25 Minuten 10 Euro, 50 Minuten 22 Euro. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber wie gesagt, ich würde dann, um 4 Euro zu sparen, zweimal 25 Minuten buchen. Das gibt die Leute. Also es macht keinen Sinn. Es muss ja billiger werden irgendwie eigentlich, ne? Weil ob du da halt zum Termin kommst für 25 Minuten, du hast die Vorlaufzeit vorher und danach die Nachbearbeitung hast du trotzdem und so. Bevor ich euch noch weiter in diese Plattform hier einführe, habe ich auch noch mal eine kleine Sache euch zu sagen in Eigenwerbung. Nämlich, ich habe noch einen weiteren Kanal, nämlich den Leon Chatari Tutorials Kanal. Dort gehe ich noch sehr viel detaillierter auf alle von diesen Einnahmequellen ein. Dort gehen am Tag mehrere Tutorials online und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonnieren könntet. Ein Link zu diesem Kanal befindet sich in der Videobeschreibung drin. Es geht um Marketing, es geht um Geldverdienen, es geht um Persönlichkeitsentwicklung und vieles, vieles mehr. Ein Kanal, wo ich sehr viel Content poste. Also, wenn ihr den abonnieren möchtet und darüber würde ich mich sehr freuen, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Kommen wir dann zurück zum eigentlichen Thema, nämlich der Plattform Amazing Talker. Amazing Talker ist eine Plattform, wo ihr halt jederzeit starten könnt. Einfach nur hier oben auf Apply to Teach draufklicken. Sobald ihr es getan habt, werdet ihr dann hier landen. Ihr könnt dann euch praktisch hier ausrechnen, wie viel Geld ihr verdienen könntet. Sagen wir zum Beispiel, ihr könnt Japanisch sprechen und ihr wollt vielleicht so etwas wie 40 Stunden pro Woche arbeiten, könnt ihr 5.800. Aber da ist doch wieder das Problem. Das richtet sich dann nur an Leute, die Grundkenntnisse Englisch haben oder so. Wenn ich das jetzt, ich kann nur Deutsch und ich suche einen Japanischlehrer für einen Urlaub,
dann muss ich doch auch jemanden haben, der mir das auch auf Deutsch erklären kann. Versteht ihr die Probleme? Und weiter. Und wenn ihr andere Sprachen gut kennt, könnt ihr auch diese anderen Sprachen angeben. Und natürlich gibt es auch andere Bereiche, sag ich mal, die ihr unterrichten könnt. Zum Beispiel, sagen wir mal, ihr möchtet Academics beibringen, sagen wir mal Economics oder sowas. Dann könnt ihr auch hier draufklicken und könnt sehen, wie viel Geld ihr damit verdienen würdet. Und wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, eine MBA oder sowas habt, also sagen wir mal Master of Business Administration oder sagen wir mal, ihr kennt euch einfach nur sehr gut aus mit Economics und könnt wirklich den Leuten Fachwissen weitergeben, dann könnt ihr natürlich auch in diesem Academics-Bereich noch unfassbar gutes Geld hier über die Plattformen verdienen. Wenn wir jetzt hier weiter nach unten scrollen, dann können wir uns anschauen, wie viel manche Leute hier über die Plattform verdienen. Also so, sag ich jetzt mal, die Earnings von den Top-Tutors liegen bei 33,92 bis 156,90 Euro pro Stunde, was absolut Hammer ist für eine Online-Plattform. Wir sehen es hier auch zum Beispiel hier bei diesen Tutoren. Viele von diesen Tutoren nehmen halt sowas wie 10 Euro halt für 25 Minuten, 22 Euro für 50 Minuten, kommen also vielleicht auf so einen Stundenlohn von 25, 30 Euro. Es gibt natürlich andere... Also wenn ich Mathelehrer wäre, dieser Person... Die auf jeden Fall eine 5 oder so in Mathe. Aber okay. Leute, die wollen sehr, sehr viel mehr haben. Das heißt, sie wollen auch zum Beispiel einen Stundenlohn haben von, sagen wir mal, 30, 40, 50, 60 Euro. Und zum Beispiel hier haben wir eine Person. Diese Person bringt anscheinend Deutsch. Die hat es zum Beispiel richtig gemacht. Ne? Also 25 Minuten 34 Euro. Das wären dann halt, wie viel? 60, 68 Euro, 50 Minuten. Und es sind dann 50 Minuten 10 Euro billiger, wie wenn du es zweimal... Die Person kann, es ist ein Mann, die anderen waren alles Mädels, ne? Oder, ich will jetzt keine Vorurteile, ne? Aber die Person hat wenigstens vernünftig. Du sparst halt pro Minute etwas, wenn du 50 Minuten buchst. 10% Rabatt. Ja. Und für 25 Minuten wird die Person 34 Euro haben und für 50 Minuten wird die Person 58 Euro haben. Und wir sehen, diese Person hat zum Beispiel 5 Sterne und hat 2614 Reviews. Also ihr könnt davon ausgehen, dass diese Person schon richtig, richtig viel Geld über diese Plattform hier verdient hat. Aber die Person spricht dann halt mit dir in Englisch und bringt dir Deutsch bei. Also ein Spanier, der Deutsch lernen möchte, der kann jetzt bei dieser Person nicht buchen. Wie genau funktioniert das Ganze aber in der Praxis? Also wenn ihr euch hier auf der Plattform anmeldet, könnt ihr zuallererst mal, oder müsst zuallererst mal einen kleinen Test machen, müsst erstmal zeigen, wie gut ihr unterrichten könnt. Dann habt ihr halt die Möglichkeit, hier euren eigenen Schedule festzulegen und dann zu sagen, gut, ich möchte dann und dann zum Beispiel hier über die Plattform arbeiten. Und ihr könnt übrigens hier unten auch nochmal Folgendes sehen. Wir können jetzt nochmal kurz auf Languages umstellen, also sagen wir mal auf German. Dann könnt ihr unten auch sehen, welche Job Vacancies derzeit zum Beispiel benötigt werden. Auch hier auf der Plattform sieht man zum Beispiel, wie viel die Salary Ranges sind. 2,65 Euro die Stunde. Beginner für 3,18 Euro die Stunde. Hä? Und wie viele Leute sich dafür beworben haben, und das ist natürlich extrem viel. Genau deswegen ist es besser, wenn man hier über die Plattform einfach direkt, sag ich jetzt mal, Listen erstellt und die Leute können sich dann bei einem, sag ich jetzt mal, diese Stunden bzw. Minuten kaufen und können dann von einem unterrichtet werden. Also ein ziemlich schöner Weg, Einnahmen zu erzielen. Übrigens, ihr könnt natürlich hier oben nochmal auf Feintutors draufklicken, könnt ihr mal so ein bisschen die Tutoren hier auf der Plattform anschauen. Wenn ihr übrigens sagt, gut, ist ja schön und gut, dass es jetzt hier eine Plattform gibt, über die man Einnahmen erzielen kann, aber welche weiteren Plattformen gibt es denn eigentlich noch in diesem Bereich? Ihr könnt nicht nur auf Amazing Talk arbeiten, sondern auch auf solchen Plattformen wie zum Beispiel VIPKit. Das ist eine Plattform, wo ihr Englisch beibringen könnt. Dann die Plattform Landi Englisch. Da natürlich, muss ich aber ehrlich und offen zugeben, ist es ein bisschen schwerer reinzukommen. Und vor allen Dingen, es kann immer sein, dass man... Ich würde einfach mal sagen, okay, es gibt viele Plattformen. Wie gesagt, musst du auch die Fähigkeiten haben. Für mich wäre es jetzt nichts. Ich mache lieber Affiliate-Marketing. Und da habe ich jetzt zum Schluss noch mal ein Geschenk für dich. Gratis-E-Book Affiliate-Marketing-Report für umsonst. Ja, einfach dir sichern. Den Link packe ich dir im ersten Kommentar rein. Draufklicken, Affiliate Marketing Report sichern und dann ja, einfach Affiliate Marketing lernen. Das ist relativ einfach und du brauchst keine Sprache können, außer deine eigene. Und jede zusätzliche Sprache wäre cool, aber es ist keine Pflicht. So, mein Name ist Michael Kotzer. Ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check die ab. Ich bin raus. Ciao.